Frank Schniedermeier von der Gewerkschaft der Polizei. Das sieht nicht aus wie ein Streik, Sie nennen es auch nicht Streik, sondern aktive Pause. Was ist los hier vor dem Polizeipräsidium in Dortmund? Die Gewerkschaft der Polizei veranstaltet im Rahmen der Tarifverhandlungen 2019 aktive Mittagspausen, um auf diese Tarifverhandlungen hinzuweisen. Und mittlerweile machen wir das in 25 Kreisgruppen in Nordrhein-Westfalen. Was sind Ihre Ziele für 2019? Wir fordern eine Teilhabe an den aktiven Lohnentwicklungen, 6% mehr Gehalt oder mindestens 200 Euro. Das sind erstmal schon mal die Grundforderungen der Gewerkschaft. Gilt das nur für die Polizeibeamten oder auch für die Angestellten bei der Polizei? Das gilt in erster Linie für unsere Tarifbeschäftigten innerhalb der Polizei. Und im Rahmen dieser Tarifverhandlungen und der Abschlüsse werden dann diese Tarifabschlüsse auf die Beamten übertragen. Also in erster Linie sind wir hier, um auf Lohnerhöhungen für unsere Tarifbeschäftigten aufmerksam zu machen.